Das ist mit großem Abstand die größte Investition der Unternehmensgeschichte, strukturell und auch in Produkte. Wir wussten, wir wollen und wir müssen deutlich über das hinausspringen, was wir jemals gemacht haben. Es war klar, die Chancen, hier einen fundamentalen Neustart für BMW zu machen, sind so gut wie noch nie. Das ist eine Verbindung zwischen Demut vor der Aufgabe, der Schuss muss sitzen, und auf der anderen Seite aber auch dieses Potenzial, die Chance zu nutzen. Wir haben jetzt genau 5 Jahre Zeit, ein Jahr für Konzipierung und Design. Und dann haben sie 4 Jahre Vorentwicklungszeit, was glatt ein Jahr weniger ist als sonst. Und der erste Instinkt bei vielen war, oh, wie soll das gehen? Und ein wesentliches Thema war, lass uns den Entscheidungsprozess beschleunigen. Die Fläche ist besonders, weil da ist ja sozusagen alles gestartet. Ja, da ist ja unser Slogan entstanden, da waren die Vorstandssitzungen. Zu der Zeit, als es dann in die Fläche ging, wir ins Projekthaus gegangen sind, das Projektteam zusammengefahren haben, das war fast natürlich, dass wir da hingehen. Das hätte auch überhaupt nicht vom Lebensgefühl anders passen können. Da ging es um die Sache, da hat Hierarchie keine Rolle gespielt. Jede Woche wurden Entscheidungen getroffen. Sowas gab es noch nie. Und das hat uns ungeheuer an Geschwindigkeit gegeben und natürlich auch an Rückenwind. Früher war ein Antriebsstrang weitestgehend außerhalb des Fahrzeuges zu entwickeln. Es war möglich, hatte wenige Anbindungspunkte. Heute ist es so, unser Speicher ist ja voll integriert. Die wichtigste Frage war, wie integrieren wir die neue Gen 6, also unser neues eDrive-System, bestmöglich. Weil das ist am kostenintensivsten. Und das ist bezüglich Zukunftsfähigkeit, E-Reichweiten, Ladeinfrastruktur die wichtigste Frage gewesen. Einer der Schlüsselmomente am Anfang war auch, wo wir gemerkt haben, wenn es uns gelingt, alles, was die Fahrdynamik ausmacht, also alles, was ein Fahrwerk betrifft, alles, was den Antrieb betrifft, alles, was das Bremsen betrifft, alles, was die Dynamik des Autos in Summe beeinflusst, wenn uns das gelingt, das in einem Superhirn, in einem Steuergerät zusammenzufassen, dann wird das einen Einfluss darauf haben, wie gut sich das Auto am Ende anfühlt. Mit der Reife dieser Prototypen kannst du sehen, dass das Auto, also vom Fahren her, ein BMW durch und durch wird. Das wird einfach ein Traum. Wir leben ja vom Fahren. Freude am Fahren ist, wofür BMW da ist, das besser zu können als die anderen. Und ich würde die Menschen, die das bei uns entstehen lassen, die Ingenieure, die Entwickler, die da dran sind, genauso als Künstler bezeichnen, wie die, die Ästhetik entstehen lassen. Aber wenn du einen genetischen Defekt hast in der Plattform, indem wie du ein Chassis anbindest an eine Struktur, das kann keiner mit einem Laptop kompensieren. Vor den ersten Prototypen bauen wir sogenannte Modulträger auf. Also das sind Autos, die sehen ganz anders aus, die benutzt, also die erkennst du nicht, dass das zukünftige Autos sind, aber unten drunter haben die alles das, was das zukünftige Auto schon hat. Und dann spürst du das Potenzial von einem Auto vom ersten Moment an. Merkst du, ob das gut oder schlecht wird. Ganz früh ist es auch nicht fehlerfrei, aber jeder wusste das gar nicht, der Anspruch, fehlerfrei zu sein, sondern erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und da haben sie ganz früh gemerkt, das wird was. Das Fahrzeug wird ja noch zusammengebaut aus ersten Prototypen. Es ist noch gecovert. Man sieht nicht viel vom Fahrzeug, aber man konnte schon da spüren, dass es ein neues Raumgefühl hat, dass die Fahreigenschaften so typisch BMW sind.
gab es auch noch nie, dass so frühe Entwicklungsstände mit dem Gesamtvorstand gefahren wurden. Herr Zipser hat mir ja nicht geglaubt, dass er vor mir den Modulträger gefahren ist. Normalerweise läuft ja sowas ab, dass Heerscharen von Leuten vorher die Fahrzeuge abnehmen, bevor ein Vorstand fährt. Wir haben es umgedreht. Fahrzeug 1 in die Gruppe. Wir bräuchten bitte einmal kurz Support für ein Reset IP-Basis. Das blendet man immer aus, dass das Risiko besteht bei solchen Erprobungsträgern, dass auch was schief geht. Das Fahrzeug ist stehen geblieben und nichts ging mehr. Da geht einem schon ein Bild durch den Kopf, wenn man neben Herrn Zipse sitzt und das Fahrzeug fährt einfach nicht. Wissen Sie, dann sitzen Sie da drin und sagen, na und? Ich war eher dankbar für die Offenheit, dass das Projektteam gesagt hat, und jetzt lassen wir die Vorstände da rein, ohne Angst zu haben. Und Sie müssen ja dann den Menschen zuhören, die den Versuchsträger gebaut haben. Wenn Sie dann mit denen reden, dann merken Sie schon an dem Glanz in den Augen, das ist die richtige Fährte, auf der wir da unterwegs sind. Entwicklungsprozess, der mutig nach vorn springt, hat immer Themen, die auftauchen, mit denen man nicht gerechnet hat. Man kann es auch umgedreht sagen, wenn in der Entwicklung nichts passiert, ist man nicht weit genug gesprungen. Und wir sind weit gesprungen. Er verliert immer die Leistung, er hat keine Leistung. Ich habe noch nie eine härtere Anfahrt gehabt nach Miramas. Aber wir haben so unglaublich viel dabei gelernt über das Fahrzeug und auch über uns, wie wir mit Problemen umgehen. Ich kann halt jetzt so langsam fahren. Ich war ja nicht allein. Ja. Es waren ja ganz viele Leute dabei und es waren im Backoffice ganz viele Leute erreichbar. Warum sehe ich irgendwie dort MDR 96,52%. Die sitzen in München und die können permanent verfolgen, was das Auto macht. Jeder Fehler kann passieren, wenn er früh passiert und wenn er nur einmal passiert und dann mit den besten Leuten zusammen schnell abgestellt wird. Als Projektleiter oder Leiter einer neuen Klasse ist man nichts ohne ein gutes Team. Automachen ist Teamsport. Automachen ist die Kunst, wie du alle dazu bewegst, das zu verstehen, worauf es wirklich ankommt. Tatsächlich hat Mike Reichel schon extrem Druck. Druck ist unvermeidlich, weil die Zeit natürlich dann langsam wegläuft. Und das merkt man auch dem Team an. Aber genau dort dann zusammenzustehen und immer wieder positiv zu sagen, was können wir noch tun, um besser zu werden? Wie bekommen wir das Thema schnell gelöst? Und weiterhin dazu zu stehen, ein Team, ein Projekt, ein Ziel. Und wir haben uns am Anfang Gedanken gemacht, was wollen wir erreichen? Dann ist es gut, einen Point of No Return zu haben. Weil dann können Sie gar nicht mehr anders, dann müssen Sie sozusagen auch durchziehen. Und das hat BMW dann gemacht. Wir sind hier zum Pre-Drive, wir nennen es auch Pre-Experience für unsere erste neue Klasse. Und das ist natürlich das Schönste für das Team, zu spüren, dass die Arbeit der letzten Jahre jetzt Früchte trägt. Und was mich besonders freut, dass die mutigen Entscheidungen, die wir am Anfang getroffen haben, dass das genau die richtigen waren. Kompromisslos nach vorn zu gehen und jetzt aber auch in der Detailoptimierung feststellen, dass das Potenzial noch größer war als das, was wir am Anfang geglaubt haben. Beeindruckende Lade-Use-Cases, BMW Panoramic eDrive, die Fahrerassistenz, aber auch das Thema Fahrfreude, unseren Markenkern. Der erste Punch ist richtig krass, tatsächlich. I can tell you, it feels incredibly responsive. Deine Vorstellungen in deinem Kopf werden direkt umgesetzt. Precise, but also smooth and comfortable. Die Regelsysteme sind obergeil. Wir sind jetzt in der finalen Detailoptimierung. Jetzt geht's darum, die letzten 5% zu perfektionieren. Und vielleicht entscheidet das zum Schluss genau dieses Quäntchen Unterschied, was ein BMW ausmacht.